Jede Woche neu. Der Inside Handy News Flash. Trends, Tests, Tarife. Inside Handy. Einfach wissen. Eigentlich sollten Handynutzer in der Europäischen Union längst mehr Rechte im täglichen Kampf gegen schlechten Service bekommen. Doch die entsprechenden Richtlinien werden nur zögerlich umgesetzt. Rasant bergauf geht's dagegen mit dem Smartphone-Verkauf, wobei Nokia und Sony Ericsson ins Straucheln geraten wegen der Katastrophe in Japan. Mehr dazu und viele weitere Themen gibt's jetzt im neuen Inside Handy News Flash. Ich bin Frank Preis. Hallo. Handynutzer bekommen mehr Rechte. Verärgerte Kunden und überforderte Hotlines, die Geschäftsbedingungen und Gebaren von Telekom-Unternehmen sind häufig nicht nachvollziehbar. Festnetz-, Mobilfunk- und Internetkunden in Europa sollen ab sofort mehr Rechte gegenüber ihrem Anbieter haben. Seit kurzem sollen alle Mitgliedstaaten der EU neue Telekommunikationsvorschriften umgesetzt haben. Daran haben sich bisher aber nur die wenigsten EU-Länder gehalten. Auch in Deutschland müssen die Verbraucher vermutlich noch bis Ende Juli auf die Umsetzung der neuen Rechte warten. Bislang gilt das neue Gesetz nur in Dänemark und in Estland. Zu den neuen Richtlinien gehört das Recht für Kunden, den Telekommunikationsbetreiber innerhalb eines Tages ohne Änderung der Telefonnummer wechseln zu können. Außerdem haben sie Anspruch auf klarere Informationen über die Dienstleistungen und einen besseren Online-Datenschutz. Für die Speicherung oder den Zugriff auf Daten in den Geräten der Nutzer, die nicht im Zusammenhang mit dem aktuell angewählten Dienst stehen, gelten ebenfalls bessere Informations- und Zustimmungspflichten. Smartphones boomen weiter. Laut dem Marktforschungsunternehmen Gartner stieg die Zahl der verkauften Mobilfunkgeräte im ersten Quartal 2011 um fast ein Fünftel auf 428 Millionen Geräte im Vergleich zum Vorjahr. Unangefochtener Marktführer bleibt Nokia mit knapp 108 Millionen verkauften Einheiten, gefolgt von Samsung mit 69 Millionen und LG mit knapp 24 Millionen verkauften Mobilfunkgeräten. Dabei wird der Anteil von Smartphones unter den verkauften Geräten immer höher. Bei den mobilen Betriebssystemen liegt Googles Android an der Spitze, gefolgt von Symbian und Apples iOS. Sony Ericsson und Nokia-Modelle werden knapp. Die Folgen der Katastrophe in Japan werden nun auch zunehmend für die Hersteller von Smartphones spürbar, das berichtet die Wirtschaftswoche. So werden einige Nokia-Modelle in der nächsten Zeit nur schwer zu haben sein, heißt es von Nokia-Chef Elop. Aber auch Sony Ericsson hat angekündigt, dass es bei den Modellen Xperia Arc, Xperia Play sowie dem Xperia Neo zu Engpässen bei der Auslieferung kommen wird. Dass der Verbraucher die Folgen des Erdbebens und der Atomkatastrophe erst jetzt auf dem Elektronikmarkt zu spüren bekommt, liegt laut Wirtschaftswoche daran, dass die Vorräte vieler Produzenten jetzt aufgebraucht sind und aus Japan kaum Nachschub an bestimmten Materialien kommt. Dies wirkt sich auf die gesamte Lieferkette aus. Handys beeinflussen Fruchtbarkeit. Je mehr ein Mann mobil telefoniert, desto geringer ist seine Zeugungsfähigkeit. So lautet das Fazit einer aktuellen Untersuchung der Queen's Universität in Kanada. Laut den Forschern produzieren viel Telefonierer weniger der Hormone, die für die Spermienreifung beim Mann zuständig sind. Wie der genaue Zusammenhang zwischen Mobilfunkstrahlung und Hormonproduktion ist, konnten die kanadischen Forscher noch nicht sicher sagen. Wie so häufig bei anderen ähnlichen Studien wollen die Forscher auch hier kein klares Fazit abgeben, raten zur Vorsicht und setzen auf weitere Forschungsergebnisse. Jugend forscht erfolgreich. Jedes Jahr werden Jugendliche in ganz Deutschland vom Informationszentrum Mobilfunk dazu aufgefordert, neue mobile Technologien zu entwickeln. 2011 geht der Sonderpreis zum Thema Mobilfunk, Anwendungen und Auswirkungen mobiler Kommunikation an die 17-jährige Thüringerin Lynn Bieske und die zwei Berliner Zivildienstleistenden Benjamin Koch und Oliver Hertel. Lynn Bieske fand eine technische Lösung für Isolierglasfenster, die nicht nur unerwünschte Sonnenstrahlen abschirmen, sondern auch Mobilfunkstrahlung. Das Berliner Duo fand eine Möglichkeit, Apps auch ohne Internet aus gedruckten Vorlagen wie Anzeigen oder Büchern auf Smartphones über QR-Codes übertragen zu können. Die Sieger wurden im Rahmen des Bundeswettbewerbs Jugend forscht ausgezeichnet und erhielten jeweils 750 Euro für ihre Ergebnisse. Microsoft präsentiert Mango.
Microsoft hat mit Mango das erste große Update seines mobilen Betriebssystems Windows Phone 7 mit über 500 neuen Features vorgestellt. Mit Mango sollen sich Informationen zu Personen oder Gruppen logischer organisieren lassen. Darüber hinaus werden Kontakte nun in personalisierte Live-Kacheln gruppiert, um die neuesten Status-Updates lesen oder eine SMS, E-Mail oder IM an die gesamte Gruppe direkt vom Homescreen senden zu können. Außerdem werden Twitter- und LinkedIn-Feeds in Kontakte integriert. Eine neue Gesichtserkennungssoftware erleichtert das schnelle Markieren von Personen auf Fotos und deren Veröffentlichung im Web. Automatische E-Mail-Threads strukturieren E-Mail-Unterhaltungen, wodurch Nutzer einen besseren Überblick über die neuesten Mails erhalten. Mango kombiniert Suchergebnisse direkt mit inhaltlich zugehörigen Apps und nutzt noch stärker das Hub- und Live-Kacheln-Konzept. Auch das Wechseln zwischen Apps soll dank verbessertem Multitasking zukünftig kein Problem mehr sein. Die Auslieferung von Mango soll im Herbst starten. Das war der Inside Handy News Flash. Woche für Woche die neuesten Trends, Tests und Tarife. InsideHandy.de. Einfach wissen.